Der Ankou ist eine furchterregende Kreatur aus der französischen Bretagne. Er steht für den Diener des Todes und wird häufig als Skelett dargestellt, das ein langes schwarzes Leichentuch, einen breiten Filzhut und eine Sense trägt. Sein Gesicht ist besonders hässlich und furchterregend. Es hat sogar einen drehbaren Kopf, der es ihm erlaubt, in alle Richtungen zu sehen. Der Ankou ist dafür zuständig, die Seelen der Toten einzusammeln und sie mit seinem Leichenwagen ins Jenseits zu befördern. Seine Räder quietschen unheimlich und er wird von schwarzen Pferden gezogen. Der Legende nach wird die Position des Ankou von der letzten Person eingenommen, die im Dezember eines jeden Jahres stirbt. Die erste Person, die im Januar stirbt, wird Ankous Diener und hilft ihm, die Seelen der Toten einzusammeln. Manche sagen, Ankou sei ein böses Wesen, das kommt, um Sünder zu bestrafen. Andere behaupten, dass er einfach seine Aufgabe erfüllt, die Seelen der Toten einzusammeln. Aber eines ist sicher, diejenigen, die ihm über den Weg laufen, werden innerhalb eines Jahres sterben. Er ist ein Vorbote des Todes. Wenn du den Ankou kommen siehst oder hörst, wirst du sterben. Aber es gibt Möglichkeiten, dem Tod zu entgehen, selbst wenn der Ankou hinter dir her ist. Das Überqueren eines Baches ist eine Möglichkeit. Der Ankou kann nicht durch fließendes Wasser gehen. Die andere Möglichkeit wäre, ihm ein Geschenk zu machen. Der Ankou liebt Tabak. Wenn du ihm also eine Pfeife oder einen Tabakbeutel schenkst, kann das dein Leben retten. Der Ankou ist auch heute noch eine beliebte Figur in der Bretagne. Er erinnert daran, dass der Tod unvermeidlich, aber auch ein natürlicher Teil des Lebens ist.